Was geht ab, Leute? Wir haben mit Russack und iCrimex ein Zeppelin in Trailmakers gebaut und glaubt mir, ich habe alles auseinandergenommen. Ich glaube, ich werde Ingenieur. Glaubt mir, bleibt bis zum Neutral. Das habt ihr noch nicht gesehen. Der beste Trailmaker-Ingenieur bin ich. Lasst ein Like da, wenn ihr diese Videos baut. Das ist mein erstes Video, wo ich was baue in Trailmakers. Viel Spaß. Ich renn weg, ich will nicht mitmachen. Warum rennst du weg, Brudi? Auf jeden Fall, Leute, heutige Aufgabe. Wir bauen das Größte, muss nicht unbedingt das Größte sein, aber das schönste Zeppelin. Ihr wisst, wie ein Zeppelin aussieht und da weiß jemand nicht, wie ein Zeppelin aussieht. Ich weiß nicht so. Also das ist ein großer Luftballon und der kann fliegen. Okay, dann kriege ich es hin. Okay. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da und ich würde sagen, ready, steady, go. Building, let's building. Go. Let's go. Building, building. Okay, let's go. Also Leute, wir sind jetzt hier beim Bauen. Max kann uns hören. Russack ist gemutet, das ist eigentlich Russack seine Ausnahme, aber ich bin Abstauber und klaue alles. Ja, Zeppelin, kannst du das, Max? Digga, ich kann alles, Junge. Also Leute, wir brauchen ganz wichtig eine Kabine unten, da ist man ja drinne. Und dann muss man halt erstmal reingehen jetzt. Oh mein Gott, okay, Endstufe. Ich hab Endstufe. Ich kann jetzt nicht sagen, was, Max, weil du sonst klaust, aber das ist Endstufe. Von mir aus, Digga. Das ist Endstufe. Na, ich hab echt Angst, dass du das sonst klaust. Ja, das ist schon okay. Digga, mein Zeppelin wird doch eh krank. Meine wird die Hindenburg. Guck mal, du schneidest doch immer meine Videos, du weißt ja, ich bin doch der allerechte Trailmaker-Stone. Ja, du bist gut in Trailmakers, Digga, du bist sehr, sehr gut in Trailmakers, aber ich habe ja ein bisschen geübt. Weißt du, mit was ich nicht klarkomme, mit dieser XYZ-Achse, Junge? Ich habe das in der Schule nicht gelernt. Ja, du siehst doch schon, in welche Richtung sich die Dinger drehen. Ja, aber irgendwie, ich krieg das nie so richtig hin, irgendwie. Ich bin okay, da richtig lost. Sag ja, wenn es um Technik geht, ruf nicht Tech-Sevel. Ey, ich tick aus mit dieser XYZ-Achse. Okay, Leute. Ich glaube, wir machen es jetzt mit den Blöcken so. Wir müssen es jetzt rund machen. Ich glaube, so Rundheit kann man ganz schwierig machen, finde ich. Nur mit diesen einen Teilen. Wo haben wir es denn? Hier. Ja, doch, man kann schon rund machen dann. Mit den abgerundeten Ecken. Das kriegt man hin jetzt gleich. Aber beim Zeppelin ist immer die Kabine ja unten, meistens. Ja, das ist ja immer in so einem Korb drin, ne? Ja, so eine Ähnlichkeit, ja, ja, ja. Man nennt mich auch den Leonardo da Vinci von Trailmakers. Wir bauen jetzt erstmal hier das normale Gerüst. Wie weit bist du schon, Max? Ich bin jetzt schon dabei, den Zeppelin zu machen. Ja, ich ja auch. Mach noch ein bisschen größer hier, Leute. Nicht zu groß, aber ich muss ja auch bedenken, es muss ja noch fliegen. Wie fliegt denn den Zeppelin eigentlich? Weißt du das, mit was das fliegt? Ja, da ist doch so Luft, so Feuer, was den Ding nach oben schiebt. Hä, ist ein Heizluftballon, was du gerade meinst. Was ist denn Zeppelin? Ja, Zeppelin ist ja das Ding, dieses Riesenteil. Aber wie funktioniert das? Was ist denn da drin? Wie ist so? Ich glaube, da ist ganz viel Helium drin oder so. Ich glaube, mit Helium fliegt das. Ich muss mal kurz auch googeln. Wie fliegt ein Zeppelin? Was ist denn Zeppelin? Bro, diese Hindenburg damals, wo abgestürzt ist. Ach, Digga, ich baue Heißluftballon. Bro, guck mal. Zum Glück habe ich dich drauf gebracht. Ach, Digga, ich Idiot, ey. Ey, ich hatte sogar recht. Der Zeppelin ist mit nicht brennbarem Helium gefüllt. Krass, guck mal. Ich wusste, dass mit Helium funktioniert. So, Leute, machen das jetzt so. Und zwar, dass wir das jetzt gleich rund machen. Also nicht ganz rund. Das ist ja wie so ein ovales Ding, ne? So ein Zeppelin. Wie ein Wal. Ich baue halt immer Sachen, die halt ästhetisch sind. Das ist mir halt wichtig. Manchmal ist hässliche Kunst Kunst. Nach den Aufnahmen, mein Gehirn brennt. Ich merke jetzt schon, wie heiß mein Kopf wird. Ich habe eine Idee hier unten, Leute. Lol, das ist ja mal crazy, was ich hier gebaut habe hier unten. Darauf muss man erstmal kommen, wie ich das hier unten gerade gemacht habe. Mit dieser Kabine. Boah, Digga, er hat eine Kabine. Krass. Digga, ich test mich halt langsam ran, Max. Hey, diese scheiß XYZ-Achsen, Mann. Ich schwör's dir. So, Leute, wir machen mal weiter jetzt hier. Und zwar müssen wir jetzt die Blöcke hier weiterbauen, aber immer kleiner, weil wir müssen ja jetzt das runde Ding so hinkriegen. Zack. Wie sieht's bei dir aus, Max? Sieht sehr gut aus. Ich glaube aber nicht so gut wie bei mir. So, Leute, jetzt passt mal auf. In meinen Kopf geht gerade rein, wie wir das jetzt rund machen. Das ist das, was ich mich jetzt frage. Wie machen wir das jetzt rund? Die Dinger sehen da extrem scheiße aus hier, ne? Mein Gott, das war echt kompletter Rotz, was ich hier wieder gebaut habe, Mann. Also Leute, ich mache das hier jetzt so, und zwar, damit unser Zeppelin ja auch fliegen kann. Und zwar bauen wir jetzt hier unsere Schwebeblöcke hin, ja? Ein Zeppelin gleitet, es ist wie Wasser, Digga. Sorry, Max, aber was ich hier jetzt wieder... Oh, okay, das ist Endstufe, was ich jetzt zusammenbaue. Scheiße, mein Dinger hebt nicht ab. Ist es zu schwer, wenn es nicht abhebt mit dem Schwebedingern? Ja, ne? Digga, du brauchst Düsenjets, sonst kann das Ding doch gar nicht richtig hochfliegen. Ja, aber man kann auch schweben. Ja, aber Bro, dann fliegt das Ding doch nur 2 Meter über der Erde. Ich habe eine andere Idee, Digga. Ich baue einfach ganz viele von diesen Schwebedingern dran. Mal gucken, was dann los ist. So, jetzt testen wir das Ganze mal. Es fliegt noch immer nicht hoch. Meins sieht aus wie ein UFO gerade, anstatt wie ein Zeppelin. Ah, Leute, ich tue mich gerade sehr, sehr schwer. Wir haben einfach nur einen Klotz mit einer Kabine unten gerade gebaut die ganze Zeit. Also, Leute, es tut mir sehr, sehr leid. Also, ich glaube, ich klatsch. Ich bin total lost bei
im Zeppelin. Wir achten auf die Ästhetik und nicht auf die Funktionen. Man muss halt ein bisschen schlau sein, um das zu checken, was ich rüberbringen will mit der Message. Wir packen jetzt hier noch einen Hubschraubermotor drauf. Und ich sag dir ehrlich, dann sind wir ready to go. Ja, wir sind ready to go, Digga. Wir drehen uns im Kreis. Also, was mein Zeppelin kann, er kann es hier auf den Rücken legen. Das ist auch nicht schlecht. Das müssen wir auch mal hinkriegen. Wir bauen einfach ganz viele Propeller oben, Leute. Dann dreht sich das Ding schon. Ich meine, dann steigt das Ding schon hoch. So, wir bauen jetzt noch oben eine Trapezdüse hin. Umso mehr Düsen, umso krasser ist der Ding eigentlich. So eine Trapezdüse. Ich weiß zwar nicht, was eine Trapezdüse ist, aber die besten Erfindungen entstehen aus Zufall. So, Freunde, jetzt gucken wir mal, ob das Ding jetzt startet. Irgendwie klappt es doch jetzt. Oh mein Gott. Ey, was ich hier gerade gemacht habe. Sorry, aber Endstufe. Ich habe einen Beyblade mit Zepp... Ey, no joke. Ich habe einen Kirmes-Zeppelin gebaut. Okay, let's go. Digga, ich sag dir, ich bin zufrieden. Aus Zufall habe ich das gerade alles entdeckt. Wir haben zwar immer eine Bruchlandung, aber man muss halt auch bedenken, wenn man das fahren will, stirbt man. Also es ist ein one ride to die. Ich sag dir, ich unterschätze mich nicht, ne? Ich punkte halt mit Ästhetik. Ich sehe da keine Ästhetik, Bro. Ja, das ist ja das. Das verstehen ja nur die Leute, die das wirklich checken. Ich glaube, ich habe gewonnen, Leute. Wisst ihr, was lustig ist? Ich glaube, die Leute denken, ich mache es mit Absicht, so zu bauen. Aber Leute, no joke, ich kann das noch nicht. Leute denken, ich mache es mit Absicht. Ich mache es nicht mit Absicht. Ich streng mich wirklich an. Das ist das Traurige, Digga. Wir testen es jetzt. Ja, das fällt auf die Seite. Es kommt auf die Steuerung drauf an. Und man muss bedenken, Leute, wir haben einen Zeppelin, der für... Ihr kennt ja diese Weltraumtypen, diese Astronauten, die immer so Tests machen mit G-Kräften in der Zentrifuge und so. Unser Zeppelin ist für das zugelassen worden. Also es ist kein Zeppelin für so Touristen, es ist für so Astronauten, die so G-Kräfte-Tests machen. So, Jungs, na? Ja. Es ist na? Für die Bewertung. Okay, ich bin ready. Dann würde ich sagen, treffen wir uns bei Russack. Komm mal her, Jungs, komm mal her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht zufrieden mit meinem Zeppelin, weil ich weiß jetzt nicht, was ein Zeppelin ist da und was kein Zeppelin da ist, aber ich habe mein Bestes gegeben. Du hast es aber nicht mit einem Heißluftballon vertauscht, oder? Nee. Okay, nee, gut. Oder was? Ich am Anfang. Echt? Ja, ich musste nochmal neu anfangen. Ey, Zeppelin ist gar nicht so einfach, diese Form und so, dieses... Ja, da hatte ich ja, meine Probleme. Ich hab sowas Cracktes gebaut. Also, wenn Max sein Zeppelin besser ist als meiner, dann fress ich einen Besen. Seid ihr bereit für meinen Zeppelin? Ja. Ja, wo bist du denn? Das ist der... Hier, ich bin da. Hier. Okay, das zeig den Zeppelin. Das ist der offizielle iCrimex Zeppelin und ich habe auch gewerbliche Ausgabe gehabt. Weil es ist Werbung! Oh. Das ist ja schon fresh so. Es ist so sehr klein. Ich habe das gar nicht mit so einem Luftballon gemacht. Du bist ja richtig cool unterwegs. Ja, das ist doch ein Zeppelin. Ja, das ist richtig, das Digga. Das ist der Zeppelin durch. Aber nicht jeder Zeppelin hat so eine Werbung halt, ne? Ach so, ja, nee, nee. Aber Alter, das ist nice. So. Und natürlich kann das Ding auch fliegen. Es ist auf jeden Fall interessant, ja? Es ist eine Rakete eher so, ne? Es ist halt ein kleines Zeppelin. Es ist süß, ja. Ist süß auf jeden Fall. Seville, willst du oder so? Ja, ich mach. Also, okay, ja, zeig mal her, was du Max hat eine Bruchland. Also ich finde Max ist echt cool, muss ich sagen. Ich will zu meinem nur sagen, wie gesagt, ich bin Noob in Trimakers, aber meins wurde von der NASA gekauft als G-Test-Zentrifuge von den Leuten. Genau, man geht einmal drauf und stirbt dann. So, man hat es hier. Und jetzt pass auf. Bro, das ist ein Zeppelin. Das ist ein Zeppelin. Lass mich mal erklären. Und zwar, wenn man reingeht. Ja, flieg mal los. Flieg mal los. So, jetzt pass auf. Ich flieg gleich los. Warte jetzt. Warte. Und jetzt so. Man sieht, Leute. Es ist ein Beyblade. Dragoon mit Beast. Ja. Was ist das denn? Und ich hab mich abgekapselt. Okay, ja. Okay. Was sagt ihr? Jungs, jetzt komm mal her, ich zeig euch jetzt, wie wirklich ein Zeppelin aussieht. Okay, zeig mal. Ein Zeppelin sieht so aus. Oh, scheiße. Das war meiner, Digga. Jungs, vergiss das Zeppelin. So. Oha. Das ist ein Zeppelin. Aber das ist das Luftkissenboot, Freunde. Und wir können natürlich auch fliegen, aber leider habe ich keine Werbung so. Aber ich kann halt fliegen mit meinem Zeppelin. Wie hoch kannst du denn fliegen? Okay, ja, ganz easy. Ganz easy, Freunde. Okay, und es bleibt halt die ganze Zeit, ich hab's ausbalanciert, dass ich die ganze Zeit wie ein Zeppelin, kennt ihr das, so langsam schweben. Ja. So ganz langsam durch die Gegend schweben. Auch nicht schlecht aus und dann schwebt Ding ganz geil. Freunde. Ich hab halt ein bisschen größer als Max gemacht und das Land ist natürlich nicht so leicht mit dem Zeppelin. Ja. Ich habe jetzt keinen Werbeslogans, aber das ist so dieses Basic-Zeppelin, so diese graue Zeppelin. Wisst ihr, was ich meine? So einfach nur dieses Ding. Ja, das stimmt. Und jetzt könnte man den noch mit Werbung vollklatschen, theoretisch. Mhm. Also das ist schon
ein Zeppelin, würde ich sagen, oder? Sieht das aus es sieht eher aus wie ein Weltraumschiff, so. Das sieht Max Science mehr danach aus. Ja, ja. Alter, Jungs, das war so komisch, diese Formen. Also würde ich das Ding jetzt sehen und ich würde nicht wissen, dass wir jetzt gerade einen Zeppelin bauen. Ich würde nicht denken, dass es ein Zeppelin ist. Ja, das würde ich auch sagen. Ey, Jungs, ihr seid solche ein 30er, ne? Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir kommen zu der Bewertung und Max, fang dann halt an, wenn du hier kritisch dich äußerst. Let's go. Ja, also ich finde meinen am schönsten auf jeden Fall. Mhm. Einziger Negativpunkt muss ich sagen, ich hätte vielleicht auch mit Propellern statt mit Raketen arbeiten können, dass es noch ruhiger so in der Luft ist. Aber ich würde ehrlich gesagt gerade mich als Gewinner werfen. Ja, von dem Design her und jetzt von der Dinger her. Okay, vom Design her, was sagst du? Technik schmeckt nicht, haben wir jetzt nicht so viel Futures? Gibst du dir trotzdem einen Punkt oder bist du erstaunt über mein ruhiges Fliegen? Guck mal. Redest du noch mit mir oder mit Seven? Ja, mit dir. Ja, Digga, ich sag dir ehrlich, das ist für mich aber kein krasses Feature. Du hast halt einfach nur Propeller verwendet. Nee, okay. ich will nicht den 31er machen. Okay. Bro, nein, Russack, Bro, du weißt, ich feier immer, was du baust. Da ist meins besser, der sich so dreht. Na, Digga, deins ist komplett Schmutz, Seven. Das war ganz überreden. Aber ich sag dir ehrlich, Russack, ich hab von dir ein bisschen mehr erwartet. Scheiße, Jungs, es war halt nicht so einfach, einen Zeppelin zu bauen. Aber jetzt, Seven, was sagst du zu der Bewertung? Schade, dass Max zu meinem einfach gar nichts gesagt hat. Da müssen wir nicht drüber reden. Also ich finde vom Aussehen ganz klar Max Science, weil man erkennt wirklich direkt, dass ein Zeppelin ist. Und das gleiche wie bei Max, ja, würde ich jetzt nicht wissen, dass ein Zeppelin ist, würde ich auf so ein Star Wars Spaceship tippen. Also vom Design her Platz 1 Max, Platz 2 du, Platz 3 ich. Von der Kompatibilität bzw. vom Fliegen her finde ich Russack Science besser, weil der schwebt besser und Raketen passen zu Zeppelin jetzt nicht so. Da würde ich aber mich auf der 1 stellen, Russack auf der 2 und Max auf die 3. Nee, Spaß beiseite. Russack 1., Max 2. und ich 3. Okay, Leute, ich liebe mein Zeppelin. Optisch muss ich sagen, Max' Idee ist richtig sexy mit dieser Eigenwerbung. Das ist natürlich super schön. Dann sieht man direkt, check the Crimex ab. Das ist cool auf jeden Fall. Da muss ich leider, glaube ich, sogar an mich passen. Also an dich passen den Punkt, dass ich leider die Niederlage in Kauf nehmen muss, Leute. Aber schreibt gerne in die Kommentare, ist Max ein Zeppelin geiler oder mein Zeppelin geiler? Warte vielleicht mal, warum werde ich nicht erwähnt? Ich werde nicht erwähnt hier in diesen Videos. Oder ist Zeppelin Zeppelin geiler, Freunde? Ja. Bis zum nächsten Mal, check Zeppelin, check Max ab und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Leute, das war's jetzt auch schon vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht wundern, wen der Anmod und Abmod das die extra machen, weil jetzt war Russack eigentlich seine Aufnahme. Ich dachte, komm, ich nehme mal mit auf, damit das Ganze einfach ein... Ja, ich habe einfach auseinandergenommen, Freunde. Spaß beiseite. Ihr wisst, ich bin noch ein relativ von Noob in Trailmakers. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr Trailmakers sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Und abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Bis dann. Ich hoffe, mein Gebautes hat euch gefallen. Ciao, ciao.